Grüß euch, ich bin's wieder, der Koglerbur. Und heute werde ich einmal ein etwas anderes Videoformat probieren. Ich werde auch etwas deutlicher sprechen, damit auch andere Länder etwas mehr von meinen Videos haben. Wir fangen bei den Basics an. Hier sehen wir die Wurzelanläufe. Die Wurzelanläufe werden laut Lehrbuch weggeschnitten. Auf dieser Seite habe ich den Wurzelanlauf jetzt nicht weggeschnitten, aber den Fallkerb eingezeichnet. Der Fallkerb besteht aus Fallkerbdach und Fallkerbsohle, welche sich bei der Fallkerbsehne treffen. Der Abstand, also hier wäre dann der Fehlschnitt, und der Abstand zwischen Fehlschnitt und Fallkerbsehne wäre die Bruchleiste. Je mehr Abstand, umso dicker ist die Bruchleiste. Der Niveauunterschied zwischen Fehlschnitt und Fallkerbsohle ist die Bruchstufe. Bei diesem Baum habe ich schon eingezeichnet, wie die Wurzelanläufe laut Lehrbuch weggeschnitten werden. Sinn und Zweck des Ganzen wäre die Schmälerung des Stammes. Wir brauchen nicht so lange Schwerter bei der Motorsäge. Und der Baum ist dann schon zylindrisch und kann somit ist im Sägewerk leichter zu handeln und auch im Holztransport generell. Außerdem erspart es uns nachher, wenn der Baum liegt, in Bodennähe gefährliche Schnitte ausführen zu müssen, welche die Schärfe, die Schneid unserer Kette natürlich gefährden würde. Hier sieht man, wie ein Akkordant ohne die Wurzelanläufe wegzuschneiden schon den Fallkerb gesetzt hätte. Man sieht, die Fallkerbsehne ist eindeutig schon im Wurzelanlauf. Vorteil davon wäre, weniger Schnitte setzen zu müssen. Man sieht hier, es sind sehr viele Schnitte notwendig, wenn wir laut Lehrbuch diesen Baum fällen würden. Diese Schnitte, Nummer 1, Nummer 2 und auch dieser hier auf unserer Seite, sind sehr zeitaufwendig, da wir mit der Faser hinunterschneiden und unser Zahn der Motorsäge eigentlich nicht dafür ausgelegt ist, solche Schnitte durchzuführen. Es kommt eigentlich nur Sägemehl heraus, keine großen Sägespäne. Diese Schnitte jedoch gegen die Faser, dieser hier auch, sind sehr schnell durchzuführen. Der Zahn frisst sich quasi automatisch und von selbst in den Baum. Man sieht ja auch schon den Fallkerb, der gesetzt ist, und der Fehlschnitt. Bei diesem Bild habe ich jetzt eingezeichnet, wie der Stock aussehen würde, würden wir ihn laut Lehrbuch fällen. Hier werden die Wurzelanläufe, die weggeschnitten sind. Dadurch haben wir den Stamm geschmälert. So ist der Stock hier weniger breit. Wir setzen die Fallkerbsohle etwas höher, damit der Kettenraddeckel hier Platz findet. Das sind wenige Zentimeter. Nachher den Fehlschnitt. Hier ist die Bruchleiste. Und die Fasern, die im Stamm verlaufen, habe ich mit Bleistift hier auch schon eingezeichnet. Und das wäre jetzt die Dicke unserer gedachten Bruchleiste. Jedoch muss man aufpassen, durch die Fasern, die nicht ganz exakt gerade in die Bruchleiste laufen und durch die Bruchstufe, ist die Bruchleiste nachher nicht so dick, als wir eigentlich annehmen. Hier habe ich das Beispiel, wie ein Akkordant arbeiten würde, der die Wurzelanläufe nicht wegschneidet. Und hier sieht man schon, wir sind außermittiger mit der Bruchleiste. Und somit ist die Faser hier schräger. Und das ist die Riesengefahr, welche besonders Anfänger oft erwischt. Hier habe ich die Mittelachse in den Stock gezeichnet, des Baumes. Die Wurzelanläufe wurden hier weggeschnitten, bei diesem Baum nicht. Und man sieht, hier ist die Bruchleiste eher in Stammmitte im Vergleich zu diesem Beispiel. Hier sind wir eher außermittig, die Fasern sind somit schräger. So ist es natürlich extrem dargestellt, aber ich muss es euch irgendwie erklären. Die Bruchleiste, die Bruchstufe ist hier auch deutlich zu erkennen. Und hier durch das, dass wir mehr in der Mitte sind im Stamm, haben wir eine geradere Faser. Und die Bruchleiste ist fast genauso dick wie ausgeformt. Die schwarz strichlierte Linie wäre hier unser eigentliches Maß, wie weit wir geschnitten haben. Und eine bisschen schräge Faser hat man eigentlich immer. Aber hier ist es fast perfekt. Bei diesem Beispiel jedoch haben wir nur die halbe Bruchleiste als wir angenommen durch die schräge Faser, weil wir im Wurzelanlauf arbeiten. Hätten wir jedoch bei dieser strichlierten Linie
den Fellschnitt gesetzt, wäre die Bruchleiste völlig korrekt, genau wie angenommen, weil die schräge Faser nur durch die Bruchstufe auftritt. Das wäre jetzt ein Stock von oben betrachtet und die schräge Faser tritt nur im Bereich der Wurzelanläufe auf. Je weiter die Bruchleiste in Stammmitte rückt, umso mehr haben wir gerade Fasern in der Mitte. Je weiter am Rand wir schneiden, hier auch extrem dargestellt, haben wir die schräge Faser. Hier eine kleine Skizze, ganz grob dargestellt. Am Rand schräge Fasern, in der Mitte sind die geraden Fasern. Hier habe ich auch das Beispiel noch einmal gezeigt. Ohne Bruchstufe hätten wir natürlich durch keinen Höhenunterschied die ganze Bruchleiste zur Verfügung. Wegen der Bruchstufe verlieren wir hier, auch wieder extrem dargestellt, die halbe Bruchleiste. Wäre es jetzt ein Rückhänger oder Seithänger, könnte das zum Problem werden. Auch wenn man natürlich beim Fallkerb nicht sauber ausschneidet und unterschneidet zum Beispiel, dann hat man sofort ein Problem. Hier sehen wir zwei Stöcke in steilerem Gelände. Fällen wir den Baum in Schichtlinie, so wäre das hier unsere Bruchleiste, der Baum würde hier zu uns fallen. Dann hätten wir auf der Bergseite die schräge Faser. Das heißt, der Baum hat normalerweise die Äste nach unten, im Normalfall, und somit wäre hier die Zugseite und wir müssten echt gut aufpassen und das beachten, dass in diesem Bereich, wie eingezeichnet, die schrägen Fasern auftreten. Auch in diesem Bereich wäre die schräge Faser, betrifft uns aber in steilem Gelände nicht. Würde der Baum jetzt nach unten gefällt werden, wäre das der Fallkerb und das der Fellschnitt, hier ohne Bruchstufe und auch mit Bruchstufe wäre es kein Problem, da die Fasern hier in diesem Bereich gerade verlaufen. Also wenn wir die Bäume nach unten fällen in steilem Gelände, ist normalerweise die schräge Faser keine Debatte. Jedoch ist sehr darauf zu achten, fällen wir in steilem Gelände die Bäume bergauf, haben wir die schräge Faser extrem ausgeprägt, weil der Stamm natürlich so irgendwie weitergehen würde und der Wurzelanlauf auf der Bergseite extrem ist, meistens, nicht immer, aber meistens. Und hier sehen wir auch wieder, was eigentlich die Bruchleiste, also wir hätten eigentlich so ausgeformt, das wäre die volle Stärke und nur mehr die Hälfte hat gezogen. Wenn es jetzt aber ein Rückhänger ist, weil der Baum sollte ja in diese Richtung fallen und durch das, dass die Äste meistens bergab wachsen, ist es ein Rückhänger und dann noch eine geschmälerte Bruchleiste kann zur Gefahr werden. Ich zeige euch dieses Beispiel jetzt kurz bei einer echten Situation anhand einer Buche. Und wieder ganz gut zu erkennen die schräge Faser. Die gerade Faser war da dahergegangen. Weiß nicht, ob man das, hofft, dass man es das halbwegs erkennt. Da war die Faser gerade, haben wir so ein paar Bruchleisten. Da ist im Vergleich, so breit hätte es sein müssen, so breit war es nur mehr. Ja, das ist aber Bergseite, Zugseite. Und darum kleine Fallkerb bei Baum, den man da gescheit gehören muss, stark. Nicht zu empfehlen, aber natürlich ein Wahnsinn, gell? Kein Kern, extrem schöne Buchen. Ist natürlich gewaltig. Keine Splendschnitte und so gemacht. Weil der Baum, der muss da aufführen und der wollte halt. Gott sei Dank, freiwillig wollte er dort halt nicht hin. Also, nochmal, es hat schon seinen Grund, warum das irgendwo mitten im Stock auf einmal die Bruchleisten auftaucht. Ja, ich hoffe, euch hat das neue Format gefallen. Nochmal das gesagt, ich bin kein Lehrkanal. Falls ihr sehen wollt, wie Bäume nach Lehrbuch und richtig korrekt gefällt werden, schaut bei Wild auf Wald vorbei. Der erklärt das perfekt, genauso gehört's gemacht. Meine Videos zeigen euch nur meine Erfahrungen und Situationen, die in einem Lehrbuch nicht beschrieben werden oder die halt in der Praxis anders
angewandt werden, aber bitte nicht nachmachen, auf keinen Fall, schon gar nicht, wenn ihr keine Erfahrung habt. Erfahrung heißt mehrere Jahre hauptberuflich diesen Job ausüben, das ist Erfahrung, gell? Also ein 15-Jähriger kann keine Erfahrung in dem Beruf haben und ohne Ausbildung bitte sowieso nicht ausführen. Ich übernehme keine Haftung und ihr die Sachen ausprobieren wollt, seid selber verantwortlich, seid mit Hirn bei der Arbeit. Falls ihr Anregungen habt oder Fragen, schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt, damit ihr nichts versammt. Wie gesagt, bei Anregungen, wenn ihr wieder Themen habt, die in so ein Videoformat passen würden, schreibt es unter die Kommentare, schaut auf Instagram vorbei, das war's, bleibt gesund, tut euch nicht weh und bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre.